Museumswärter sind eigentlich unauffällige Wesen, müssen aber trotzdem volle Präsenz zeigen. Sollen Sie in Ihrer Homeoffice-freien Arbeit doch darauf achten, dass die Museumsgänger sich anständig benehmen, dabei die ein oder andere Frage nach den sanitären Anlagen beantworten und nicht zuletzt höllisch darauf aufpassen, dass alles immer im Rahmen bleibt. Wer aber fragt eigentlich die Aufsicht, welche Gemälde sie gut findet und wie ihre ganz persönliche Ausstellung aussehen würde? In einigen Berliner Sammlungen sind nun die Lieblingswerke der Sicherheitsleute zu sehen. Und Griet von Petersdorf stellt sie uns vor. Johanna Lange, Aufsicht in der Gemäldegalerie, hat dieses Bild zu ihrem Lieblingswerk erkoren. Mit einem eher sperrigen Titel. Helios und Phaeton und Saturn und die vier Jahreszeiten. Die Stoffe, die Kleider, ich mag dieses Rot, Blau, Grün, Gelb. Das hat so einen schönen Schwung und das ist mir wichtig. Linien, wirklich, ich verliebe mich oft in eine kleine Linie. Johanna Lange hat heute sozusagen die Oberaufsicht. Sie hält Kontakt mit den Kollegen, guckt, dass alles läuft. Dass sie selbst eine Künstlerin ist, ahnen die Besucher wohl eher nicht. Für die Besucher sind wir, glaube ich, eher so die grauen Männlein, die im seltensten Falle Ahnung von irgendetwas haben. Catalina Herhoven ist die Kuratorin des Projekts, jeden Tag im Museum mit den Lieblingswerken der Aufsichtspersonen. Eigentlich seien sie auch Experten, findet sie. Als Kunsthistoriker oder Kunsthistorikerinnen haben wir natürlich einen Blick, fast schon einen Tunnelblick auf Werke. Und die Aufsichtspersonen, die kommen ja aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben einen Sommelier, wir haben einen Schlagzeuger, wir haben einen Typografen und die bringen natürlich dadurch eben ihre eigene Expertise mit rein. Michael Buchholz im Museum für Islamische Kunst mag diese 1000 Jahre alte Schale gern, weil sie so schlicht ist. Arabische Segenswünsche, sonst nichts. Hier ist die pure Kalligrafie auf der Schale. Das heißt, der Gestalter hat sich auf das Wesentliche konzentriert oder reduziert. Er verdiene mit Rumstehen Geld, meint er selbstironisch. Die Liebe zur Kunst hatte er schon immer. Nach beruflichen Turbulenzen brauchte er dringend einen ruhigen Job. Und das fand er hier, Ruhe und Kunst. Es gibt auch Leute, die sagen, sie haben einen schönen Job, sie können den ganzen Tag stehen zwischen den ganzen Sachen. Und wenn man dann sagt, haben Sie schon mal 6 Stunden auf den Bus gewartet? Gerard Jansen, gebürtiger Holländer, sitzt vor allem am Infostand der Gemäldegalerie und hilft weiter. 2 Sätze, die Garderobe ist die Treppe runter nach links und der Einlass ist da drüben. Das ist mein Standardsatz. Das macht aber nichts. Die alten Meister, die er so liebt, sind gerade um die Ecke. Sie inspirieren ihn, denn er zeichnet. Davon leben kann er aber nicht. Sein Lieblingswerk, Bildnis einer Dame von Diego Velázquez. Solange ich hier arbeite, und immer, wenn ich an dem Bild vorbeikomme, die Dame schaut mich an mit so ein kleines Lächeln und die denkt etwas über mich. Sie sind jeden Tag im Museum, also so gut wie, und können immer ihre Lieblingswerke sehen.